Hallo und herzlich willkommen. Das ist mein Name. Der steht sogar da. Phoenix Gaming finde ich ja toll. Parlez-vous français? Nee, ich weiß auch nicht. So, was ist das? Ja, das ist Portal Knights. Habe ich schon damals mal ein bisschen angefangen gezockt gehabt. Ich habe auch mal wieder hier drauf Bock gehabt. Aber ich mache das aus folgendem Grund. Nicht, weil mir Stranded Deep zu langweilig ist oder das neue Spiel da zu langweilig ist. Nein, ich mache das aus folgendem Grund, weil Portal Knights hat ein Release 1.02. Ich habe es mit Micha und dem Impfram jetzt durchgezockt. Und zwar habe ich hier zwei Charaktere. Einmal einen Bogenschützen, einmal hier den Krieger. Krieger ist fast komplett, fehlt nur noch die letzte Waffe. Und dieser Krieger sieht schon mal ganz cool aus von der Rüsthalle. Wo ist er hin? Da. Stufe 30, Max Level. Das ist die spezielle Donnerrüstung. Sieht ganz geil aus wie ein Triceratops. Finde ich klasse. Deswegen wollte ich mit euch einfach mal einen neuen Charakter erstellen. Einen männlichen Magier, der so ein bisschen aussieht. Wir nennen den dann auch Merlin. Ich würde sagen, die Frisur lassen wir direkt. Aber wir nehmen mal so einen etwas Merlin-mäßigen Bart. Was ist denn so ein Merlin-mäßiger Bart? Der sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann mal Ohren mit einem Ring, würde ich sagen, so. Wollen wir einfach mal ein bisschen. Oha, was sind das für brutale Augen? Ne, der kriegt grüne. Der kriegt grüne und einen Mund ohne Lippenstift. Nee, Hasenzähne habe ich schon. Nee, brauche ich nicht. Nein. So ein Grinsen? Nee. Stopp mal, die Augen, da gibt es doch bestimmt noch so ein paar. Achso, ne, das ist der Augenfarbe. Die lassen wir mal. Ja, lassen wir so und dann machen wir den mal ein paar. So, genau, so ein bisschen so ein grimmiges Gesicht, so wie Merlin halt. Ja, so sieht's gut aus. Bisschen ernster Blick. Der ist ernst, der Typ. Und wir machen ihm mal. Hallo, Stimme? Stimme? Gibt keine. Ich nehme einfach die zweite, ich weiß auch nicht. So, den nennen wir auch Merlin. So, erstellen. Und wir starten mit Merlin, aber wir machen uns. Achso, das hatte ich schon. Das lösche ich mal. Machen neues Universum zum Mittel, damit es nicht so auf die CPU drückt. Weil die großen Welten sind cool, aber die drücken echt auf die Leistung vom Rechner. Oh, und jedenfalls, warum ich das jetzt hier schon wieder mal anfange. Und ich glaube, vielleicht auch nicht zu Ende bringe. Ich hoffe es, ich bringe es diesmal zu Ende. Ich muss auch mal was zu Ende bringen. Weil. Oh, in den vergessenen Tagen war die Welt friedlich und unversehrt. Aber der Bruch kam und riss das Reich in zwei. Nun sind die antiken Portale die einzige Verbindung zwischen den ungleichen Ländern. Und sie sind umgeben von erbarmungslosen Feinden, die in der Dunkelheit gedeihen. Nein, ich habe diesen Text vorher nicht geübt. So. Die Welt erwartet Helden, die den Portalen ihr Licht zurückgeben und das friedliche Reich wieder vereinen. Das sind wir übrigens, also der Held, der das machen soll. Hier im Ladebildschirm finde ich das hier ganz cool. Kann man sich mal ein bisschen ablenken, indem man hier so einfach an diesem Portal drin rumwuselt. Jedenfalls, warum ich das jetzt wieder aufnehme, es ist die 1.02, keine Ahnung. Jedenfalls ist es jetzt released offiziell draußen und es hat auch ein Ende. Und jetzt haben wir mal ein Spiel mit einem Ende. Endlich ein Survival-Game mit einem Ende. Was Ark nicht hatte und was hier, wie ist das andere? Achso, Stranded Deep und was diese ganzen Survival-Games nie hatten, war ein Ende. Aber hier gibt es jetzt endlich ein Ende. Es gibt ein Ende und das können wir endlich durchspielen. Und das finde ich sehr schön gemacht, dass es endlich ein Ende gibt. Ohne Grenzen. So, blub. Ja, was ist neu an Portal Knights? Was haben die Entwickler an der Zeit gemacht? Und zwar kann ich euch das gleich zeigen, indem wir gleich mal in diese Burgruine reingehen. Und da holen wir was ab. Finde ich sehr schön gemacht übrigens. Das gibt es auch mit anderen. Es gibt jetzt nämlich, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich glaube, die meisten wissen es schon, die sich die Reihen bei anderen Leuten angeguckt haben. Aber wir starten jetzt hier was ganz Neues. Das ist einfach nur der Hit. Oder auch nicht. Und vielleicht lade ich mir auch mal den Empfang und den Micha einfach dazu ein. Weil mit denen hatte ich ja das Spiel vorher schon durchgespielt. Ah, nicht doch das Tor. Du sollst. Danke. Okay, jetzt haben wir ein Tor.
Ah. Gleich am Anfang sterben. Das wollen wir nicht. Das passiert auch nicht. So, und zwar hier nochmal ein bisschen die Vase zerstören. Was es jetzt gibt, ist Geld. Ich glaube, das ist neu gewesen. Das gab es vorher auch nicht. Oh, komm, ey, meine Treffchance ist natürlich wieder richtig heavy. Das ist wirklich wie so ein Blinder, der bei Rot über die Straße läuft. 100%ige Aufballchance. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, passt schon. Und dann gehen wir mal hier hin. Genau hier ist nämlich dieses Tier, was neu ist. Und zwar, also was, das Tier ist nicht neu, also das Tier ist vielleicht auch neu, aber die Möglichkeit ist neu. Und zwar hat man die irgendwann mal im Laufe der Zeit eingepatcht. Das Holzschild brauche ich nicht. Oder wollen wir es lesen? Komm, wir können es eigentlich nicht lesen. Da steht zwar auch bloß Käse drauf, aber wir lesen es mal. Gehört ja dazu zu einer schönen Reihe. So, alte Schatzkammer. Die tapferen Abenteurer, die es so weit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Haben wir auch gemacht. Kenne ich schon. Bitte mal was anderes. So. Wir müssen uns eine provisorische Treppe hochbauen, weil es keinen Weg daran vorbei gibt. Das Tor nehme ich einfach mit. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir setzen diese Maus hier rein. Oder Ratte. Ich glaube, es ist eine Ratte. Und wenn wir jetzt den Weg nach oben beschreiten, habt ihr es gehört? Es hat gepiepst. Pieps. Genau, das ist nämlich jetzt neu. Es ist ein Schleifstein. Nein, es ist eine Maus, eine Ratte, die einem hinterher rennt. Das sind so neue Sachen im Spiel. So, und dann haben wir hier noch irgendwo so ein... Na toll, das Bauernhaus ist natürlich genau hier. Und das hier müssen wir zerlegen. Ah ne, die können wir... Das ist die Quest. Aber das hier können wir zerlegen. So, ich besorge mir aber jetzt mal erstmal ganz kurz, bevor ich hier den Rest noch zerlege. Ich will sowieso mit euch hier nicht bauen. Wir bauen ganz woanders. Ich habe mir da schon einen kleinen Plan gemacht. Komm, zerleg den Mist da. Aber wir müssen ja trotzdem mal ein bisschen aufräumen, weil hier sieht es aus wie Sau. Stall. Und zwar gibt es ja, weil ich ja... hier Early Access Bonus und Geschenkbox und noch eine Box... Weil ich ja mit, also ich war ja einer der Ersten, der das Spiel gespielt hat. Deswegen kriege ich so Geschenke. Finde ich schön. Bei Creativerse hab mir das auch eingereiht oder eingerichtet. Da durfte ich, habe ich auch so einen Bonus gekriegt. Und hier genauso, weil ich einer war, der es gekauft hat. Und hier habe ich das Geschenk gekriegt, aber das spielt jetzt keine Rolle. Jedenfalls haben wir hier jetzt folgende Möglichkeit. Wir haben einen Stein. Warum kriegt man den eigentlich zweimal? Ich weiß es nicht. Den benutzen wir jetzt auch mal und dann kommen wir in die Regenbogen oder auf die Regenbogeninsel. Und das wird der Ort sein, wo wir bauen. Weil ich die einfach schön finde und die so eine große Fläche hat, dass man da vernünftig Häuser bauen kann. Sachen bauen kann, auch verschiedene Bänke und so weiter. Also da gibt es ja dann die ganzen Sachen, die man da kriegt und späteren Spielverlauf weiß ich auch noch, was man da noch kriegt. Und da können wir uns eine schöne geheime Schatzkammer bauen. Das, oh, die sieht aber schöner aus als die letzte, die ich hatte. Hier gibt es sogar Wasser und Regen. Guck mal. Ist sie nicht schön? Doch, ist schön, oder? Also mir gefällt die gut. Hier werden wir uns auf jeden Fall dann niederlassen. Ich weiß nicht, warum man zwei Kristalle kriegt, weil das Problem ist an der Sache, ich habe sie jetzt freigeschalten und jetzt kriege ich noch die Rezepte dazu. Das sind andere Rezepte. Das ist einmal für einen Thron, für einen Block. Und zwar sind das folgende Rezepte. Ich weiß gar nicht, wo waren die denn jetzt? Das eine war hier, das weiß ich. Aber dafür braucht man... Achso, da braucht man erst die Werkbank. Ja, okay, dann kann ich euch das leider noch nicht zeigen. Und warum das Ding Regenbogeninsel heißt, ist ja wohl ganz, ganz klar. Wegen dem Regenbogen. Und hier haben wir genug Platz, so wie die Welt schon aussieht. Genügend Platz, um uns hier richtig mit dem Bauen auszutoben. Vielleicht, wie gesagt, der Micha und der Empfram noch, dass sie sich auch noch ein paar Häuschen bauen. Ich würde sagen, wir bauen unser Schlösschen da hinten auf diesem Hügel. Weil der sieht nämlich schon ganz gut aus. Und da brauchen wir nur noch eins. Achso, genau. Ich habe jetzt hier auch noch eine Regenbogenkatze gekriegt, wegen dem Regenbogen-Dings. Und eine Goldkatze. Die Goldkatze, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Und eine Maske.
Die sieht auch komisch aus. Kann man jetzt mal anlegen. Das sieht dann so aus. So ein bisschen ganz merkwürdig. Aber wollen wir ja nicht. Also ich mache den Kopf hier aus und die Maske mache ich wieder ab, dann später. Die ist übrigens jetzt unter Kostüme, weil es gibt jetzt jede Menge Kostüme. Hallo? Keine. Ich kann auch diesen komischen Hut hier benutzen. Sieht total krank aus. So. Wir nehmen aber keine Dingens. Wir nehmen dann gleich eine Rüstung, nur ordentlich einen Umhang. Habe ich mir schon mal umgelegt. So, und das ist hier, jedenfalls, das ist die Regenbogeninsel. Ich weiß nicht, ob hier, was hier so alles wächst, aber es ist schön, es ist Wasser da, gefällt mir gut, da bleiben wir auch. Und unseren Banner, den behalten wir erstmal im Inventar. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Holz farmen, um uns eine Axt zu machen. Dafür brauche ich schon fast Level Up. Oh, Level Up, wir haben ein Level gekriegt. So, jetzt können wir hier Talente ausrüsten. Stab, Zauberstab. Ich glaube, wir haben jetzt momentan nur einen Zauberstab. Später kann man noch umskillen. Ich glaube, wir bleiben aber. Wir nehmen eine Sense. Oh fuck, das war falsch. Shit. Ich brauche, das ist Leben und Weisheit und Intelligenz. Die Sachen brauche ich. Das war jetzt eigentlich Stärke, das ist Blödsinn. Aber obwohl, ich weiß es jetzt gar nicht. Bei einer Sense sollte man da eher auf Stärke gehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir ja Zauberer und deswegen müssen wir zaubern. So. Zauber, Zauber. Und jedenfalls, diese Regenbogenwelt wird unser sein. Ich stelle mich jetzt mal hier kurz da hoch und werde einen Screenshot machen. In die Richtung. So, dann drehen wir die Kamera ein bisschen so, damit der Screenshot auch gut aussieht. Und dann drücken wir die Taste F12 und schon haben wir einen Screenshot. So, dann mache ich dann später mein Thumbnail draus. Weiß gar nicht, ob man das hat ausblenden kann, aber ich glaube nicht. Wenn wir ein bisschen reinzoomen, das mache ich schon. So, jedenfalls, das hier wäre die erste Dingens und das Ding werde ich jetzt hier als meine als Heimat festlegen. Weil hier gibt es eigentlich gar nichts außer Stein und sowas, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen jetzt erstmal nochmal hier hin. Und zwar sollen wir die Werkbank reparieren, dafür brauchen wir Holz. Und die Steine, die wir gefarmt haben, benutzen wir für eine Axt, um leichter Holz zu holen. Weil mit dem Zauberstab, der Zauberstab ist ein Zaubern. Da ist ja klar, zum Gegner besiegen und die Axt zum Holz wählen. Deswegen ist es ja auch eine Axt und kein Zauberstab. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein bisschen Holz. Ich brauche Holz, danke. Und natürlich, man kriegt hier auch Setzlinge, die müssen wir dann wieder einpflanzen. Ist auch wichtig, damit wir... was war das jetzt? B, genau. B war die Taste, damit wir hier... und so. Stopp. Ich kann die Werkbank da hinten reparieren. Dafür brauche ich jetzt nicht eine eigene bauen. Mit 4 Holz. Das ist fast dasselbe, glaube ich. Aber die nehmen wir dann eh mit. Ich würde sagen, wir fangen hier so ein bisschen an und stopp. Kann man denn Werkzeug im Inventar schon? Da brauche ich noch Stein für. So. Jetzt haben wir Steine. Jetzt können wir hier eine Axt bauen. So, mit der Axt lässt sich auch leichter Holz fällen. Ich blick bei dem Inventar schon wieder nicht durch. Da hinten war noch eine Mine, das weiß ich. Aber wir müssen uns beeilen, weil gleich kommen die dunklen Kreaturen in der Nacht. Oh, was steht denn da bei der Mine? Mit einer Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller. Oh, ist das jetzt ein Tipp oder Vorschlag? Ich habe noch keine Spitzhacke, ich kann die mir nicht leisten. Ich kann nur hier irgendwie den... Achso, das ist eine Made, oh mein Gott. So. Rezept für Bergarbeiterstiefel und ein Gartenpilz. Haben wir gekriegt, die Fackeln lassen wir hier, die können wir uns selber bauen. Zum Murks fange ich erst gar nicht an, hier Sachen abzubauen, die man selber machen kann. Außer in Dungeons, das ist wichtig. Weil es gibt einige Sachen, die kann man nicht selber bauen. Oder braucht die Rezepte dafür. Wie zum Beispiel jetzt für die Bergarbeiterstiefel. So. Und wir brauchen, um das erste Portal frei zu machen, natürlich nochmal ein bisschen was. Und deswegen wissen wir, oha, ich darf nicht sterben. Was ist da los? Ich muss aber jetzt ganz schnell mal hier weg. Weil es könnte sein, dass halt gleich diese Kreaturen in der Nacht kommen. Diese dunklen. Das ist das Portal. Das müssen wir gleich aktivieren und die Werkbank halt reparieren. Ich hoffe, habe ich jetzt eigentlich genug Holz? Nein, habe ich natürlich nicht, weil ich habe ja gerade das Ding da gebaut.
So. Ah, hier gibt es noch Sachen. Das sind auf jeden Fall Klötze. Eigentlich benutzt man das im Tutorial dafür, um das Haus hier zu reparieren. Aber das Haus ist mir jetzt, wie gesagt, relativ wurscht. So, jetzt reparieren wir mal die Werkbank. Das sind eigentlich Anfangsquests, Tutorial-Quests, aber die brauche ich nicht, weil A, habe ich es eh schon durch und zweitens kommen die Tutorials jetzt nicht hier vor. So, wir bauen die Werkbank ab. Die nehme ich nämlich mit zur Heimatinsel. Und wir aktivieren, kann ich das Portal schon aktivieren? Ich habe 8 Steine, ich weiß nicht, ob es reicht. Ja, doch, reicht. So, das nehme ich jetzt hier alles mit. Und jetzt gucke ich mal, wo das Portal ist. Dann verdrücken wir uns erstmal zur Regenbogeninsel, bauen da eine Kleinigkeit. So ein bisschen was, dass ich wenigstens eine Werkbank erstmal für den Anfang habe. Und dann, der Weg nach vorne ist nun frei. Was? Doch auch das Dunkle eilt herbei. Okay, jetzt. Ach so, die Viecher sind so lange nicht da, bis das Portal aktiviert ist. Sobald das Portal aktiviert ist, sind dann diese Viecher da. Okay. So, Reisen zur Regenbogeninsel. Das Schöne ist an der Regenbogeninsel, da gibt's nichts. Da gibt's keine Kreaturen. Man wird in Ruhe gelassen. Man wird nicht belästigt. Das ist das Schöne an der Regenbogeninsel. Ich glaube, das haben die Entwickler, ich denke mal, also ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgefragt, aber ich habe ja Kontakt zu den Entwicklern, deswegen habe ich ja auch das Spiel gekriegt. Und ich glaube mal, die haben diese Regenbogeninsel dafür gemacht, um einen Ort zu finden, wo die Leute in Ruhe bauen können. Also einfach so ein Ort, wo man seine Ruhe hat, wo man sein Zeugs dahin bauen kann, wo man in Ruhe ein kleines Schlösschen oder irgendwie sowas hinbauen kann. Dafür gibt es diese Regenbogeninsel. Ich glaube, das ist aber auch nicht die 27. Welt. Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Erde abtragen. Ich weiß nicht, ob es die 27. Welt ist. Der Impfarm hat es auch noch nicht gefunden. Wir sind noch am Rätseln. Wir haben erst gedacht, es wäre die 27. Welt, aber... Ne, 47. Entschuldigung. 47 Welten gibt es, ja. Es gibt 47 Welten. Und ich bräuchte den Bohrer. Das wäre viel schöner, als die Scheiße hier mit der Hand abzutragen. Ich will erstmal nur kurz die... Also ich mache jetzt nicht hier Folge. Oh, guck mal, der ballert hier 95.000 Blöcke weg. Nein, ich peiße nicht. Ich will den Namen nicht nennen, aber es gibt so YouTuber halt, die machen das gerne. Ich will nur hier jetzt mal ein bisschen Plane ziehen, damit wir hier unsere Werkbank hinstellen können. Später, wenn wir... Da gibt es halt noch so andere Hilfsmittelchen, um das Ganze etwas voranzutreiben. So, das reicht auch schon. Und zwar will ich hier jetzt mal ganz kurz ein paar Blöcke hinbacken. Ein bisschen so, wenigstens so ein kleines Holzding, so ein Verschlag. Oder wie nennt man das? Ein Stall, keine Ahnung. Weil wir haben hier noch nichts Großartiges. Ich baue jetzt einfach mal was so hin, so ein bisschen Larifari-mäßig. 2 muss die Tür breit sein. So ein bisschen, weißt du, so halt ein bisschen kleines Hütchen, so dass wenigstens die Werkbank reinpasst, dass wir dann gleich zum nächsten Portal können und dann können wir uns hier ein bisschen mit Steinen, also es wird dann später alles schicker. Ich brauche nämlich erstmal irgendwie eine Kiste, also die Mist dann lagern kann. So, wir haben die Werkbank mitgenommen, 5, die muss ich nämlich hier mal so, passt perfekt da rein. So, ne, es gibt nämlich hier noch die Möglichkeit, verschiedene Blöcke zu setzen. Das ist übrigens der orange Ruinblock, den wir freigeschaltet haben. Dann hier bei Baumwollstoff. Dann gibt es diese verschiedenen Dinge hier. Dafür brauchen wir aber Kupfer und so weiter. Dann haben wir das. Das sind die Sachen. So, hier geht es mit den ersten Rüstungen los. Das wäre die Lehrlingsrose. Die bräuchten wir als erstes. Dafür brauchen wir aber Baumwollstoff. Ich weiß noch nicht, ob wir den Baumwollstoff jetzt schon holen. Ich würde sagen doch. Und ich... Da. Genau. Das ist wichtig. Eine Fackel. Und warum aber 10 hier? Weil es ist nämlich sehr dunkel. Ich habe 2 Baumwollstoff. So. Und die Fackel, die platzieren wir mal hier. Da sehen wir auch was. Und jetzt hätte ich vielleicht noch eine machen sollen. Für die Hand, damit ihr was seht. Es könnte nämlich sein, dass ihr nichts seht von dem, was ich hier mache. Weil ich weiß, YouTube dunkelt nach. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen aufzuhellen, aber es wird nicht unbedingt immer funktionieren.
So, ich weiß jetzt nicht, ob es hier überhaupt irgendwas gibt an Baumwollstoffzeugs. Hier gibt es Bärenbüsche, Büsche für Tränke. Und ich weiß aber nicht, ob es hier Baumwolle gibt. Aber ich glaube, hier gibt es keine Baumwollen. Sieht jedenfalls nicht so aus. Also müssen wir wieder zurück nach die andere. Junkers, dahin. Mal kurz Baumwollen holen. So, aber ich würde sagen, hier mache ich erstmal einen Cut. Wir haben ja schon mal eine kleine Hütte. Ich habe euch die Regenbogeninsel gezeigt. Es ist schon ein bisschen was passiert. Und danach gehen wir, weiß nicht, ob wir, weil ich will das jetzt nicht so in die Länge wesentlich ziehen. Ich will es aber auch nicht so kurz machen. Also ich habe für das Spiel gebraucht, wir haben es durchgespielt in 74 Stunden. 74 Stunden macht 600 Folgen, nee, keine Ahnung. Also es wird schon ein bisschen was machen an Folgen. So. Das hat Folgen. So, drei. Da würde ich sagen, ich fahre mal ein bisschen Zeug zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao, ciao. Denkt dran, kommentieren, abonnieren, bewerten. Nicht vergessen. Dankeschön. Tschüss.